Hallo alle zusammen, hier ist Zango Joe und heute zeige ich euch den Godzilla von 1954 von NECA im ungefähren Maßstab 1 zu 300. Die Figur kam 2015 raus und war auch eine der ersten Godzilla-Figuren der Originalfilme, die NECA damals hergestellt hat. Letztes Jahr ungefähr kam diese Figur nochmal neu raus in zwei Versionen mit einer etwas anderen Skulptur und einer etwas anderen Bemalung, sogar mit Atomhitzestrahl. Einmal im Blister, so wie diese Figur hier auch erschienen ist, und einmal in einer Sammlerbox. Die Sammlerbox-Version ist heute sehr, sehr überteuert und auch grundsätzlich ist diese neue Figur kaum mehr zu bekommen. Warum ich aber die auch gar nicht wirklich brauche, das sage ich euch in diesem Video, denn diese Figur hier, das ist eine lange Zeit lang meine Lieblingsfigur gewesen von NECA. Also die Figur gefällt mir richtig gut. Sie ist auch sehr schwer und die Bemalung ist auch richtig gut, finde ich. Nur als Kritikpunkt zum Beispiel hat man hier so ein Blau benutzt und dann so ein Schwarz drüber gemacht. Das ist nicht ganz so schön. Wenn das Licht drauf knallt, dann sieht man teilweise sehr deutlich, dass der eher blau ist als grau oder als schwarz. Das ist nicht so schön, wie gesagt. Ansonsten hat man hier bei den Rückenplatten dann auch etwas zu stark dieses Versus Godzilla Design genommen. Also aus den 80ern und 90ern, dass man hier sehr stark diesen Übergang sieht. Das ist bei dem Godzilla eigentlich nicht so unbedingt, aber grundsätzlich ist sie schon sehr gut. Die ist auch eine bewegliche Figur und hat deshalb auch überall diese ganzen Schnittstellen. Eine ist aber dann auch noch sichtbar, die hat eigentlich nichts zu bedeuten, da hat man hier den Kopf angesetzt, das ist hier leider sehr deutlich. Grundsätzlich zeige ich euch jetzt aber erstmal die Bewegungspunkte. Das Maul lässt sich öffnen und schließen, der Kopf lässt sich drehen, der ist am Kugelgelenk, genauso wie auch hier der Hals. Der ganze Oberkörper lässt sich sehr gut bewegen. Die Arme sind auch alle beweglich, hier einmal an der Schulter, dann am Unterarm. Man kann sogar hier an der Hand einmal das Handgelenk drehen und dann auch hier, dass er zugreifen kann. Das finde ich schon richtig cool. Das können die SH Monsters Figuren zumeist nicht, ne? Und ich finde die Bewegungen hier, die reichen auch vollkommen aus. Ich finde nicht, dass man Figuren so extrem beweglich machen muss, gerade was Godzilla angeht. Ansonsten seht ihr hier, der Unterkörper ist sozusagen die Basis, da passiert nicht viel. Dann kann man hier noch den Oberschenkel bewegen und ganz, ganz schwer hier unten das Bein. Und dann kommt hier nur noch der Fuß, der ist dann beweglich. Und wie gesagt, das reicht auch, finde ich. Dann hat man hier am Schwanz noch ein paar Segmente, immer zwei zusammen. Dann ist hier ein Kugelgelenk, dann hier, dann kommt hier nochmal eins und dann kommt hier am Ende ein Gummischwanz mit Draht drin. Das fällt auch gar nicht mal so deutlich auf, dass das ein anderes Material ist. Deswegen ist das schon alles in Ordnung. Und da der Godzilla auch nicht unbedingt so einen langen Schwanz hatte, dieser allererste Godzilla, fällt das wirklich nicht so auf, dass der doch etwas kurz ist. Ansonsten gucken wir uns jetzt die Details an. Wir haben hier einmal dieses schöne Godzilla 1954 Gesicht. Man sieht hier auch sehr deutlich, dass das Design von Godzilla auch beim ersten Godzilla schon so war, dass es nicht nur ein Reptil war, sondern eigentlich auch sehr viele säugetierähnliche Strukturen hatte, vor allem im Gesicht. Man sieht hier richtig diese Nase und auch, dass er Ohren hat. Das ist schon richtig toll. Also das Design ist auch sehr überlegt und deshalb kann es auch bis heute noch bestehen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Augen an. Ich habe hier Glück gehabt, weil bei dieser Figur habe ich oft gehört, dass die Augen falsch gesetzt worden sind. Bei mir guckt er schön gerade aus, das ist schon richtig gut. Bei der neuen Version haben sie versucht, die Augen etwas nach unten schauen zu lassen, so wie das auch im Film oft war. Ich finde aber, dass die lässt sich hier auch noch sehr gut sehen. Dann haben wir hier diese ganz schönen Strukturen, es sieht eigentlich richtig gut aus. Auch die Farben kommen hier ganz gut raus. Also das gefällt mir richtig gut. Man sieht ganz deutlich, es ist der Godzilla von 1954. Ich habe bei NECA manchmal so das Gefühl, sowas von wie Uncanny Valley, also dass es irgendwie schon so aussieht, aber dann wieder auch nicht. Aber hier muss man sagen, haben sie das eigentlich schon sehr gut getroffen. Schauen wir uns mal das Maul an. Die Zähne hier sind ganz ordentlich bemalt, finde ich. Und die sind auch, haben auch eine ganz gute Form abbekommen. Bei der neuen Version, soweit wie ich das beurteilen konnte, haben sie die Hauer vorne etwas kürzer gemacht und man hat dann hier unten auch ein Loch, damit der Atomhitzestrahl reinpasst. Also in dem Rachen haben sie dann noch was reingemacht. Hier haben sie das nicht. Hier ist das auch einfach nur schwarz-weiß und grau, so wie das doch auch im Film dann ausgesehen hat, weil es eben Schwarz-Weiß-Film war. Das ist aber richtig gut geworden. Der Kopf hier ist schon mal richtig toll. Man sieht dann hier, dass sie dann eine Reihe angefangen haben zu bemalen von diesen Fortsätzen hinten. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein gemusst, aber gut, haben sie halt gemacht. Ist jetzt nicht so schlimm. Ansonsten sieht man, dass die Strukturen auch sehr gut getroffen sind und auch hier am Hals, hier die Falten, das gefällt mir richtig gut. Die Rückenplatten gucken wir uns jetzt am besten mal direkt an. Wir sehen hier, wie gesagt, diese
diese Bemalung, die jetzt bei diesem Godzilla nicht unbedingt so doll hervorgekommen ist, aber trotzdem ist das schon ganz ordentlich. Auch hier die ganze Struktur, das typische richtige Godzilla 1954 Design, das kommt gut raus. Und grundsätzlich sind die eigentlich ganz gut. Die brechen euch auch nicht ab, weil die nämlich weich sind. Das einzige Problem ist, das hatte ich bei dem Godzilla 1984, dass die hier leicht rausbrechen können. Also die sind hier reingeklebt in so eine Rinne sozusagen. Und das kam, obwohl ich mit den Figuren nichts mache, bei dem Godzilla 1984 hier leicht etwas raus. Das heißt, man könnte die einfach so abziehen. Also seid dort etwas vorsichtig. Grundsätzlich gefallen die mir aber doch richtig gut. Schauen wir uns jetzt mal den Körper an von Godzilla. Hier haben wir einmal seinen Brustkasten, so richtig breit. Man sieht ja auch den Sternum sehr, sehr deutlich. Das ist schon richtig gut getroffen. Auch dieses Drybrush oder was sie hier drauf gemacht haben in Schwarz, sieht ganz schön aus. Die Arme sind hier auch richtig schön und dick, muskulös. Man sieht hier auch diese Falten und alles. Das ist schon richtig hübsch gemacht. Und auch hier die Klauen sind schon richtig gut. Auch diese typische Haltung, die er hier hat. Na, das ist richtig 1954. Das ist schon richtig gut geworden. Also da kann man nicht meckern, auch hier. Die Arme und die Hände sind schon richtig gut. Überhaupt trifft man bei dieser Figur sehr gut diese Masse, die dieser erste Godzilla an sich hatte. Hier auch beim Unterkörper sehen wir hier diese Falten. Das gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, wie massig das alles ist. Die dicken Beine hier, die so richtig dicke Muskeln, auch große Knie hier vorne, das ist schon richtig toll irgendwie. Sieht richtig gut aus. Und dann hier auch die ganzen Strukturen. Auch hier wieder diese verbrannte Haut. Das Design von Godzilla war eben schon damals ultra durchdacht. Und das haben sie auch in den japanischen Filmen zumindest auch bis heute durchgezogen. Das finde ich auch richtig gut. Man sieht hier dann etwas, was die Farbe angeht, dass sie mal ein paar Fehler gemacht haben oder ein bisschen schlampig waren. Zum Beispiel. Hier, wie gesagt, hier sieht das so aus, als hätten sie ganz viel Farbe dran geklatscht und haben damit nicht viel gemacht. Und eigentlich sollte das immer so aussehen, dass es eher so matt ist. Und hier kommt das halt deutlich hervor. Ihr seht das, wie nass das dort ist. Es fällt aber auch nur auf, wenn man genau hinguckt. Grundsätzlich ist das schon richtig in Ordnung. Auch die Füße, finde ich, sind gut getroffen. Die Klauen, die wellen sich jetzt nicht so, aber es ist schon ganz in Ordnung. Ich finde, das ist auch gut bemalt. Und man sieht ja auch die ganzen Strukturen an den Füßen. Das ist schon echt hübsch. Und leider geht aber bei solchen Figuren die Farbe auch recht schnell ab. Ihr seht das hier. Ich habe mit den Figuren eigentlich nichts gemacht, mit dieser Figur vor allem auch nicht. Ich habe ihn eigentlich mal nur in Posen gestellt und dann war es das. Und trotzdem geht das leider ab. Aber grundsätzlich ist das schon sehr hübsch bemalt. Unten hat man eigentlich kaum was bis gar nichts gemacht. Man hat hier noch so ein paar Löcher, dann könnte man ihn auf so einen Ständer setzen. Aber das braucht man bei der Figur echt nicht. Die steht wie eine Eins. Dann haben wir hier den relativ kurzen Schwanz, aber wie gesagt. Der erste Godzilla hat auch jetzt nicht so einen langen gehabt, deshalb ist das alles in Ordnung. Man hat ja auch nochmal die Rückenfortsätze, die Rückenwirbel gut bemalt, auch bis zum Schluss hinten. Das ist schon richtig nett und auch hier die ganze Struktur, das wie das auch bei dem ersten Godzilla so ausgesehen hat, das haben sie schon sehr gut getroffen. Und das ist wirklich hübsch. Wie gesagt, das fällt halt da nicht so auf, weil dieser Godzilla nicht so einen langen Schweif hatte. Das ist schon echt in Ordnung. Ich finde so die Figur ist wirklich eine der besten, die sie damals rausgebracht hatten. Wenn wir die Figur jetzt einmal vermessen, haben wir eine Höhe von circa 16 bis 16,5 cm und eine Länge von circa 23 cm. Oder wenn wir jetzt vom Kopf bis zum Schwanzende messen, das ist natürlich sehr ungefähr, da der Schwanz gebogen ist, 25 bis allerhöchstens 26 cm. Das heißt, die Figur ist in der 6-Zoll-Kategorie, wo auch viele Figuren drin sind. Zum Beispiel auch die Movie Monster-Reihe ist jetzt komplett 6 Zoll. Das heißt, man kann diesen Mechagodzilla 1954 bestimmt sehr gut daneben stellen. Ansonsten hole ich euch jetzt den Godzilla von 1954 von SH Monster Arts. Das war ja die erste Figur, die ich euch in einem Review gezeigt habe. Und es ist auch bis heute meine Lieblingsfigur, beziehungsweise eine meiner Lieblingsfiguren von SH Monster Arts. Und hier ist das, was ich meinte, wenn man jetzt den vergleicht. Die Yuji Sakai-Variante, also rechts, der Skulptor Yuji Sakai macht die Figuren meistens sehr filmakkurat. Und deshalb sieht man das jetzt im Vergleich, dass der Neca-Godzilla von 1954 da jetzt nicht so mithalten kann. Wenn man jetzt den Neca-Godzilla alleine sieht, dann sieht man auf jeden Fall, das ist der Godzilla von 1954. Wenn man ihn vergleicht jetzt mit der Filmversion in dem Sinne, dann seht ihr, dass da noch weit was von abgeht.
dass das nicht wirklich so aussieht. Das ist das, was ich meinte mit Uncanny Valley. Es sieht schon irgendwie so aus wie der Godzilla, der dargestellt werden soll, aber im direkten Vergleich kommt er dann doch nicht mit. Und hier habe ich euch zwei weitere fantastische Godzilla-Figuren von NECA dazugestellt. Alle sind im ungefähren Maßstab. Wir haben links Godzilla 2003 mit 55 Metern, in der Mitte natürlich unseren Godzilla 1954 mit 50 Metern und rechts den MonsterVerse Godzilla, so wie er 2014 groß war und ausgesehen hat, mit 108 Metern. Und wie ihr sehen könnt, sieht das alles richtig schön zusammen aus. Den MonsterVerse Godzilla, diese Figur hier, habe ich euch ja schon gezeigt. Die Links packe ich am besten alle unten in die Beschreibung. Und rechts den Godzilla von 2003, den zeige ich euch auf jeden Fall noch. Den Godzilla 1954 von NECA kann ich euch absolut empfehlen. Die Figur gibt die Masse von dem allerersten Godzilla sehr gut wieder. Die Details sind gut getroffen und auch die Farbgebung ist recht gut. Ich mag auch die Beweglichkeit. Man kann die Posen aus dem Film sehr leicht nachmachen. Leider ist die offizielle Verkaufsversion dieser Figur nicht mehr so häufig anzutreffen, da NECA die Lizenz zu Godzilla verloren hat und deshalb keine neuen Figuren mehr produziert werden. Dafür findet man aber eine sehr gute Nachahmung recht häufig. Die neue Version mit dem Atomhitzestrahl und auch die Version mit der Sammlerbox, die sind leider auch recht selten und auch viel zu überteuert. Deshalb wäre mein Ratschlag, wenn ihr diese Figur, egal welche Version, nicht mehr für einen guten Preis bekommt, dann gebt doch ein bisschen mehr Geld aus und ihr bekommt die SH Monster Arts Godzilla 1954 Figur. Die ist nämlich jetzt nochmal neu rausgekommen und ihr findet die jetzt für einen sehr guten Preis, für den Normalpreis. Und da lohnt sich dann das extra Geld. Hier leider dann nicht, würde ich eher sagen. Auch wenn ich jetzt der Figur nichts absprechen möchte, ich finde, die ist richtig gelungen und ist auch bis heute eine meiner Lieblingsfiguren von NECA zur Godzilla-Reihe. Deshalb kann ich sie euch trotzdem, trotz alledem, allens wärmstens empfehlen. Jetzt danke ich euch fürs Zuschauen, bewertet mein Video, schreibt mir Kommentare unter das Video, sagt mir eure Meinung zu dieser Figur oder zu dem Godzilla an sich von 1954 und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt mir vor allem auch auf Telegram, abonniert dort meinen Kanal, dort findet ihr sehr häufig neue Infos, Details zu Figuren, zu Filmen und allen möglichen. Denn Videos zu produzieren dauert halt immer etwas länger. Nur auf Telegram findet ihr dann viel häufiger mal etwas, was ich so zu sagen habe. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.